Der mittlere Ring, der Autohighway schlechthin in München. Am Sonntag zum zweiten Mal eingenommen von den Radlern. Mittlerer Ring, ich kann mir vorstellen, einige Autofahrer sind da nicht sehr begeistert. Wir hatten die Veranstaltung letztes Jahr schon durchgeführt. Und es ist natürlich für die Radfahrer und die München auch mal schön, Straßen oder auf Straßen zu fahren, wo sonst nur Autos fahren, und durch die neuen Tunnel, die dort gebaut worden sind, mit dem Fahrrad mal zu fahren. Dafür ist der Ring 2 Stunden an dieser Stelle gesperrt. Das muss die Stadt auch mal ausprobieren dürfen. Empfangen werden die Radler um 10.30 Uhr am Neuhofener Berg nahe der Plinganser Straße. Da gibt es erst ein Picknick und Musik und Frühstücksmöglichkeiten, und um 12.30 Uhr ist dann die Startaufstellung. Und dann wird auch das Startsignal für den gemeinsamen Korso auf Münchens sogenannter Stadtautobahn fallen. Den Westteil geht's hoch bis zum Olympiapark. Insgesamt 12 Kilometer können die Münchner in die Pedale treten. Dann radelt man durch den Luise-Gieselbach-Tunnel und den Trappentreu-Tunnel über die Donnersberger Brücke. Übrigens eine der meistbefahrenen Brücken Europas. Weiter geht's dann durch den Landshuter Allee-Tunnel bis zum Olympiapark, und dort ist dann das Ziel. Und im Ziel angekommen wird es ein buntes und familienfreundliches Rahmenprogramm geben. Es gibt dann im Olympiapark einen Biergarten und Live-Musik noch. Es gibt ein Picknick und verschiedene Serviceeinrichtungen noch, seine Fahrräder checken zu lassen, einen Sicherheitscheck. Oder man bekommt in der mobilen Waschstraße eine professionelle Fahrradreinigung. Wem die Rundfahrt zu anstrengend war oder wer schon immer einmal mit Rückenwind fahren wollte, der kann sich vor Ort bei lokalen Fahrradhändlern über E-Bikes und Pedelecs informieren. Doch nicht nur das war im letzten Jahr ein großer Erfolg. Wir hatten letztes Jahr sehr schönes Wetter und sehr viele Teilnehmer. Es war die erste Ringparade entlang des mittleren Rings. 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es lief sehr gut. Ich bin auch mitgefahren letztes Jahr. Ach ja, was man übrigens auch noch erwähnen sollte. Es ist kein Radrennen, es ist eine ganz gemütliche Radfahrt. Mehr Informationen zur kommenden Münchner Radlparade finden Sie auf unserer Website unter www.münchen.tv.